Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Folge Nummer, ich glaube 73. Ich habe mir die Folgennummer nicht aufgeschrieben. Ich habe mir heute gedacht, nehme ich jetzt ein Video auf oder starte ich eine Forellenzucht bei uns im Garten? Also es regnet wirklich abartig. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass es jetzt seit gestern wirklich Tuschur permanent stark durchregnet. Es ist wirklich, wirklich abartig hier. Also wir haben mittlerweile auch im Landkreis den Katastrophenfall. Also hier Gott sei Dank nicht. Ist ein bisschen weiter draußen, Richtung Zusmarshausen, glaube ich, habe ich heute gelesen. Aber trotzdem ist es wirklich abartig. Also ihr macht euch keine Vorstellung, wenn es bei euch nicht so regnet. Es regnet wirklich permanent in der gleichen Stärke. Also normalerweise hat man ja immer so ein, ja, es regnet mal und dann hört es mal wieder kurz auf und dann regnet es wieder. Aber es ist wirklich permanent, seit gestern permanent die gleiche Stärke, auch nachts abartig. Abartig, also es ist wirklich richtig nass. Ja, also wie ihr seht, die Forellenzucht starte ich, weiß ich nicht, morgen vielleicht, wenn es mir langweilig ist. Aber ich habe noch ein paar Projekte. Ich habe mir gedacht, ich nehme heute auf, weil ich vor Kassel sonst wahrscheinlich nicht mehr dazukomme. Also die nächsten Wochen sind Wochenenden, ich nehme mal am Wochenende auf. Die sind voll, weil wir vom Chor jetzt dann ein großes Konzert haben Ende Juni. Wir singen ja die Carmina Burana hier in Augsburg. Das ist das Jubiläumskonzert vom Augsburger Sängerkreis und das sind jetzt dann zwei Probenwochenenden noch und ja, dann ist ja schon Kassel. Also nach dem Konzert, das ist Ende Juni, die letzte Juni-Wochenende und dann am 1. Juli-Wochenende ist ja schon Kassel und dann komme ich ja nicht mehr zum Aufnehmen. Dann haben wir gedacht, das mache ich jetzt heute. Ich habe euch auch ein paar Sachen zum Zeigen und ihr habt gedacht, ist ja eh Scheißwetter. Also, ich habe den Chrysanthema fertig. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe ihn fertig geschickt gestern. Also ich dachte wirklich, also es war wirklich jetzt die letzten Meter, habe ich mir gedacht, nee, jetzt schmeiße ich ihn durch Sonne und Mond. Ich zeige euch jetzt mal, dann zeige ich euch, was da noch alles schief gelaufen ist. So. Moment, falsch, ich bin falsch. So. So, dumm, keiner. Also, Chrysanthema, das ist dieser Schal von der Isangnitz. Ich ziehe ihn mal bis hier hoch. Das ist dieser riesige Schal. Er ist wirklich abartig groß. Er ist abartig groß und er wäre noch größer geworden, weil ich hier unten diese Borte, also das ist unten, die habe ich sehr, sehr verkürzt. Also die wäre noch mal so lang geworden. Ungefähr wie das Stück noch mal. Wäre das die Länge gewesen. Ich habe es aus zwei Gründen gemacht. Erstens, ich konnte es nicht mehr machen. Ich habe am Schluss, ich habe wirklich nur noch Fehler reingestrickt. Ich habe angefangen, bei 10 Rippen irgendwie Maschen abzunehmen. Ich weiß gar nicht, bin ich da eingeschlafen zwischendurch? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Rückreihe geschickt und denke mal, wieso habe ich denn die Maschen da zusammengestrickt? Also, es wäre einfach nur mal gegangen. Dann ist mir das Garn ausgangen, dieses Graubraun ist mir ausgangen. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte noch eins. Das hatte aber kein Banderole mehr, das hat so ähnlich ausgeschaut, das war aber anderes. Also ich habe mir das dann genauer angeschaut, das hat ein bisschen andere Farbe gehabt und war ein bisschen andere Qualität. Also es muss ein anderes Garn gewesen sein. Dann habe ich mir gedacht, nee, also bevor ich da jetzt stückel oder so. Und er ist eh so groß geworden. Also es gibt ja eine große und eine kleine Variante. Wenn ich es jetzt nochmal machen würde, was ich auf keinen Fall mache, würde ich euch empfehlen, die kleine Variante zu stricken. Also mir ist er zu groß. Ich habe mir jetzt natürlich auch gespannt, gewaschen und gespannt, dann wird er noch größer. Ich finde, dass dieser Teil hier, das ist der Anfang, der ist meines Erachtens zu lang jetzt für mich. Also das ist, ich würde den wesentlich kürzer stricken und dann mit dem Muster anfangen, weil diese Spitze ist jetzt relativ tief, also die hängt mir, wenn ich den umhänge, die hängt mir wirklich bis zum Schritt. Also das ist, ja, wenn man das mag, es gibt Leute, die mögen diese wahnsinnig großen Tücher. Ich mag es nicht, wenn zum Beispiel ein Tuch bei der Jacke unten raushängt. Das mag ich nicht. Und gerade jetzt bei so einem Dreieckstuch, wenn das weiter ist, dann kann ich es halt nochmal irgendwie rumschlingen oder so. Aber wenn das nach unten so hängt, was soll ich da machen? Also ich kann ja jetzt nicht abschneiden. Also wenn, dann kann ich ihn irgendwie hochtun. Er ist wirklich schön geworden. Also mir gefällt er wunderschön, die Farbkombination auch. Das war ja dieses Taupe von Fiber Passion, die Silken Meer. Dieses Seidengarn, ich habe halt irgendwie schon mal Entschuldigung. Und dieses Orange, das ist Hedgehog Fiber Skinny in der Farbe Brigitte oder wie auch immer. Mit D hinten, Brigitte. Ja, ich finde die Farbkombi mega, mir gefällt der wahnsinnig gut. Ich muss jetzt mal schauen, wie ich ihn trage.
Also, ja, also mal gucken, ob ich mich mit ihm anfreunde oder wie. Ich möchte ihn wirklich gern tragen. Es ist einfach nur das Problem, die Größe. Also ich hätte, das ist halt immer, man weiß nicht, wie es rauskommt. Wenn ich habe mir erst überlegt, die kleine Version zu stricken, dann möchte ich aber halt nicht bloß so ein Tüchle rum haben. Aber ich glaube, bei dem ist es, glaube ich, wirklich besser, die kleinere Version zu stricken. Also wer den Stricken mag, er ist nicht schwer. Er ist nicht schwer zum Stricken, aber es sind halt am Schluss so viele Maschen. Also ihr seht ja diese Breite unten. Es sind so abartig viele Maschen und ich habe dann weitergelesen, denke mal, jetzt kommt noch eine Wiederholung, jetzt kommt noch eine Wiederholung und ich habe schon für eine Reihe, keine Ahnung, eine halbe Stunde gebraucht. Also ne. Wie gesagt, das ist dann immer, es sind immer mehr Fehler geworden, weil ich schon gemerkt habe, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Da muss ich nur einen Faden vernähen, oder? Nee. Ja, also wenn ich selber schon merke, dass ich da keine Lust mehr habe und dann, ich finde, das geht auch mit der verkürzten Borte. Also mir ist dann eh, es hat, das Schicksal hat dann entschieden, dass das Garn ausgeht. Und dann haben wir gedacht, komm, dann catchen jetzt ab. Das ist auch völlig in Ordnung. Ja, also farbtechnisch gefällt er mir wahnsinnig gut vom Schnitt her. Diese Spitze ist jetzt, wie gesagt, auch durchs Waschen, der hat sich einfach nochmal wahnsinnig gedehnt, ist die sehr, sehr weit geworden hier, wenn ich den so rumhänge. Ich muss wieder aufs Mikro aufpassen, ich weiß schon. Ja. Aber egal, er ist fertig. Also das war ja der Nikolaus-Hinterlong von mir und Puppenhäcksle. Ihr seht, Nikolaus hier, so habe ich ziemlich weit jetzt ins Jahr rein verschoben, aber es ging ja schneller. Also, wie gesagt, es ist nicht schwer zum Stricken. Man muss sich halt natürlich bei diesen Wellen, da muss man sich halt ein bisschen konzentrieren. Man hat dann auch, also ich habe mir lauter Maschenmarker dazwischen, die einzelnen Mustersätze hängt, dann geht's auch. Aber ja, wenn jemand sehr gern sehr lange reinstickt, wünsche ich euch viel Spaß. Ich weiß jetzt gar nicht, ob noch jemand fehlt. Ich glaube, es sind auch noch nicht alle fertig, weil er wirklich sehr aufwendig ist. Aber das macht ja nichts, das ist ja kein Wettbewerb. So, also den habe ich fertig. Oh, bin ich froh, echt, ich kann es euch gar nicht sagen. Dann habe ich weitergestickt an dem Fiola, da ist der Körper fertig. Das ist ja der von der Isabel Krämer. Jetzt muss ich da bloß schnell einen Knoten reinmachen, damit mir da nichts runterfällt. Der Fiola von der Isabel Krämer in diesem Quietschpink. So, da habe ich den Körper jetzt fertig. Der ist ein bisschen verkrüppelt. Also ich habe, das ist das Garn von Screaming Colors. Ich glaube, das heißt Blue Socks. Ja, ich glaube schon, ja. Und diese pinke Farbe, ich weiß jetzt nicht, wie dieses Pink heißt. Ich glaube, ich habe es euch im letzten Video gesagt oder nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es von Screaming Colors. Habe ich gekauft in Weilheim. Und dieser Fiola ist eben der, wo hier an den Ärmeln, also wo die Ärmel hier dieses Muster haben. Und das Muster geht jetzt auch runter. Also ich habe ja schon gesagt, ich werde den Dreiviertelarm stricken. Und die muss ich jetzt dann bloß noch ansetzen. Da habe ich jetzt noch nicht weitergemacht, weil ich noch einen Teststrick habe. Den kann ich euch heute zeigen. Der ist öffentlich. Den zeige ich euch nachher. Aber jetzt hier noch zu den Ärmeln. Genau, also die muss ich jetzt, die fehlen jetzt noch. Die mache ich ungefähr drei Viertel. Eigentlich ist er auf Langarm, sogar sehr lang. Also laut Bild von der Isabel Krämer. Werden die Ärmel sehr lang gestrickt, weil es auch ein Winterpulli ist. Also ich habe den jetzt natürlich hier in dieser Sommervariante gestrickt, einfach so. Und ihr seht auch hier unten, da, wie gesagt, da ist das ein bisschen, jetzt sieht man das auch, dass das hier so ein bisschen streift vom Garn her. Das macht aber nichts, also es stört mich jetzt gar nicht. Ja, also unten ist fertig, Ärmel fehlen noch. Jetzt muss ich mal schauen, weil das ist, wobei das Muster geht eigentlich. Also man muss sich da nicht so konzentrieren. Ich habe gestern ein bisschen viel gestickt, mir tut heute die Hand weh. Strickerinnen live. Ja, wie gesagt, ich habe mich nur kurzfristig für den Teststrick angemeldet und zwar für Atelier Aschur, das ist die Lucy auf Instagram. Die, ich weiß gar nicht, wie die momentan die Teststricks organisiert. Also normalerweise, ich habe schon mal für sie Test gestrickt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie, glaube ich, normal eine andere Gruppe oder so hat. Sie hat nur diesmal geschrieben, dass sie eben, ich glaube, im Urlaub ist und jetzt über das Instagram macht und auch über eine Instagram-Gruppe. Ich mag das immer nicht so gern, weil mir in diesen Gruppen immer zu viel los ist. Also da geht mir immer, das ist mir immer ein bisschen zu viel Smalltalk da drin und das geht für mich immer sehr die Sachen von der Designerin unter. Also das ist für mich immer sehr anstrengend. Ich schreibe da auch fast nichts drin. Also, weil man muss ja immer gucken, dann schreibt die Designerin oder es schreibt jemand, ja, da ist ein Fehler drin oder da muss man irgendwas verbessern. Und dann schreiben wieder fünf alles Gute zum Geburtstag oder ich mache heute das und das und das ist was, das stresst mich. Ja, aber ist egal, also jetzt, da ist jetzt nicht in der Anleitung, ist es nicht so viel. Sie lädt auch dann immer gleich sofort die neue Anleitung hoch, dass man das gleich hat. Also das ist super.
da ist, das ist jetzt nicht so schlimm, aber grundsätzlich mag ich das eben nicht so gern, wenn so viel los ist in den Gruppen, weil das einfach, ja, sehr anstrengend ist. Und man kann ja auch andere Unterhaltungsgruppen machen. Egal. Also auf jeden Fall, ich habe dieser Teststrick heißt Pavo, also es ist eine Pavo-Bluse von Atelier Aschur, von der Lucy. Und das Tolle ist, die hat hier oben so ein Frauenmuster. Also das ist diese Bluse. Es heißt, glaube ich, deshalb Bluse, weil das so ein bisschen, also die Ärmel, die kriegen so einen ganz leichten Puff. Also die, das ist so, ein Haar da, so ganz leicht. Das wird kurzärmelig und dieses Pfauen, ich nenne es jetzt Pfauenmuster, weil sie gesagt hat, das erinnert sich so an Pfauenfedern. Das kommt am Ärmelnommel und es kommt unten Nommel. Also wie ihr seht, ich habe schon fast den ganzen Körper. Da habe ich gestern richtig Gas gegeben. Da wird mir heute die Hand weh. Auf jeden Fall wird das dann an den Ärmelnummel wiederholt und dann, die werden kurz gestrickt und dann kommt ein Bündchen und dadurch pufft sich das so ein bisschen auf. Und unten wird das ganze Muster auch nochmal wiederholt. Also da kommt jetzt auch, muss den mal anprobieren, wie weit ich schon bin. Und dann kommt unten nochmal das Muster und dann kommt das Bündchen. Und ich finde das ganz süß. Also als Sommerteil ist es wirklich ganz süß. Ich habe jetzt hier so einen Seidengarn verwendet und zwar das von Locoporella. In der Farbe Gletscher. Das habe ich auch in Weilheim gekauft und ich finde, das passt perfekt. Also das ist so ein tolles Garn. Das ist mit, warte, ich kann euch das sagen, also Merino-Schurwolle und 40% Seide, Maulbeerseide. Es ist Wahnsinn. Es ist so schön zum Stricken. Das ist super angenehm. Das macht wirklich richtig, richtig Spaß mit dem Garn. Es ist ein bisschen flitschig durch diese Seite. Ich habe jetzt aber auch, da wollte ich euch die Nadeln zeigen. Ich habe mal andere Nadeln ausprobiert. Ich bin ja sonst normalerweise sehr großer Lücke-Fan. Und ich habe ja immer einen Mangel an 3er und 3,5er Nadeln, weil das ist auf sämtliche Projekte. Also für das meiste braucht man wirklich immer 3er oder 3,5er oder 3,75. Und jetzt habe ich mir gedacht, nee, jetzt, ich muss jetzt mal welche nachkaufen. Und meine Lücke-Nadeln, die gab es gerade nicht in der, also ich habe meistens 80 cm Seile und 3er Nadeln. Mittlerweile kaufe ich die aber als feste Variante, also nicht zum Drehen, sondern wirklich als feste Variante, das finde ich irgendwie angenehmer. Und die gab es gerade nicht. Also es gab entweder nicht die Nadelstärke oder es gab nicht die Seillänge, da wo ich sonst bestelle. Also ich habe mehrere Shops, aber es gab es halt nicht so, wie ich es braucht habe. Und dann habe ich bei Aetna mal durchgeschaut, was die so haben. Die haben, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben Knit Pro hauptsächlich. Knit Pro mag ich nicht mehr, da war ich sehr unzufrieden, weil da die Seile immer mit der Zeit rausgegangen sind. Und ich habe jetzt mal die Nadeln testet von Lantern Moon. Die gehören, glaube ich, zu Knit Pro dazu, weil da hinten drauf steht Promoted bei Knit Pro. Also in irgendeiner Weise gehören die wahrscheinlich da dazu. Und zwar sind es die Ebony Nadeln, die sind aus Ebenholz. Die sind so ganz schwarz, also hier sieht man es besser. Das sind so schwarze Nadeln. Und die sind sehr, sehr angenehm und was da toll ist, ist dieses Seil. Also das ist so ein ummanteltes Drahtseil, sage ich jetzt mal. Und das ist sehr, sehr flexibel und das ist nicht so wie sonst, dass sich das irgendwie einrollt oder so gestärkt ist. Also so wie bei diesen normalen, ich meine, da geht es jetzt, das ist jetzt auch Lücke, bei denen geht es auch. Aber das ist wirklich sehr angenehmes Seil. Das Einzige, was mich bei diesen Nadeln etwas stört, dass der Übergang sehr schnell von dünn zu dick geht. Also wenn man sehr eng strickt oder jetzt hier bei diesem Seidengarn, hat man manchmal ein bisschen das Problem, das da drüber zu schieben. Also normalerweise, jetzt bei den Nadeln hier zum Beispiel, da seht ihr, dass der Übergang ja sehr lang ist. Also das ist sehr lang von schmal zu dick und dann kann man das so schön drüber schieben, wobei jetzt hier der ein bisschen hakt. Also da, es gibt ja immer irgendwas. Also ich habe jetzt noch nicht die perfekte Nadel gefunden, das ist ja immer irgendwas. Aber die Nadeln an sich, die sind super angenehm. Also die sind wirklich angenehm zu stricken. Die fühlen sich fast an wie Kunststoff, was es aber nicht ist. Also so von der Oberfläche her sind die ganz, ganz glatt. Also kann ich empfehlen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, was die kosten. Also günstig sind sie wahrscheinlich nicht. Lantern Moon heißen die. Gibt es bei Aetna oder vielleicht auch woanders. Keine Ahnung. Aber die wollte ich euch nicht vorenthalten, wenn ihr mal auf der Suche nach anderen Nadeln seid. Ich weiß ja, viele schicken mit Chahu. Da bin ich raus. Die versuchen mich ja immer zu töten. Und die finde ich sehr angenehm. Muss jetzt mal weiter testen. Also wie gesagt, das Seil, wenn die da noch ein bisschen arbeiten würden an diesem Übergang, dass der nicht ganz so dick ist, das wäre super. Ich muss das aber mal nur mit einem anderen Garn testen. Also wie gesagt, das Seidengarn ist natürlich, hier, wenn ich das versuche, ich meine, da geht es jetzt. Aber am Anfang, wo ich zum Beispiel Maschen aufgenommen habe am Ärmel unten, da habe ich die fast nicht mehr drüber gebracht, weil die halt dann sehr eng sind und dann kriegst du die fast nicht mehr drüber. Ja,
Also das zum Teststrick, wann die Anleitung rauskommt, das kann ich euch noch nicht sagen, weil der Teststrick geht, glaube ich, bis Ende Juni. Also das dauert schon noch ein bisschen, aber da könnt ihr euch echt freuen drauf, weil das ist wirklich einfach. Also das ist wirklich so ein ganz einfaches Muster und schaut wirklich ganz süß aus, finde ich, nochmal so für den Sommer. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie das dann unten wird. Ich stricke übrigens Größe 3. Also das ist jetzt Größe 3. Ich glaube, es geht bis Größe 10 oder so. Ich weiß nicht, die Anleitung ist auf jeden Fall, also wir stricken jetzt auf Deutsch, die wird es auf Deutsch und auf Englisch geben, soweit ich weiß. Und ja, so viel dazu. Teststrick. Dann habe ich was angefangen. Da habe ich meine Freundin etwas terrorisiert. Und zwar hat Wool & Pine eine neue Anleitung rausgebracht. Das mag ich auch sehr. Ich mag nicht alles von Wool & Pine, aber die machen ja immer ganz, ganz tolle Fotos. Also ich finde die Fotos immer so toll. Die machen oft immer so ein bisschen mystische Fotos vom Wald oder so. Da springe ich ja wahnsinnig drauf an, auf sowas. Und die haben die neue Anleitung rausgebracht und zwar so ein, ich nenne es mal Wickeljacke. Also es heißt Scotch Broom Wrap. Ich habe mal gegoogelt, was Scotch Broom heißt. Es heißt Besenginster. Also ich weiß nicht, was mit Besenginster, was sie damit sagen wollen. Vielleicht hat es auch eine andere Bedeutung, ich weiß es nicht. Aber ich hab mir die ganze Zeit, was heißt denn Scotch Broom und bei uns heißt es Besenginster. Also keine Ahnung, irgendwas. Also auf jeden Fall vom Wool & Pine. Und ich habe diese Anleitung gesehen und ich hatte sofort ein Bild im Kopf und habe gesagt, ich will jetzt sofort diese Jacke stricken, sofort. Also ich bin sofort aufgestanden in mein Voice-Dash und ich wollte unbedingt diese Jacke in einem, entweder in dieser Originalfarbe, die haben es so ein bisschen in so einem Pink-Rot, dunkel-Weinrot, ich kann es nicht sagen, also so ein bisschen... Ja, in so einem rötlich-pinken Ton, das hat richtig toll ausgeschaut. Oder in einem dunklen Lila. Also ich habe mir das vorgestellt, ich will das jetzt in so einem dunklen Lila. Ich hatte eine ganz bestimmte Vorstellung und ich hatte kein dunkles Lila. Und dann habe ich bei uns der Freundesgruppe, beim Aargau Strickliesl und bei der Puppenwechsel, habe ich gleich gesagt, ich brauche jetzt sofort einen Garn. Ich will jetzt sofort dieses Ding anschlagen. Und die sind schon gleich gerannt. Also beide haben ihren Stash abfotografiert. Ich habe das. Ich so, nein, das passt mir alles nicht. Ich will was ganz Bestimmtes. Also, und kennt ihr das, wenn ihr innerlich so total unruhig seid? Und ich habe gedacht, ich will das jetzt. Also ich habe innerlich wirklich über das ganze Haus gerannt und habe einfach diese Wolle gehabt, die ich mir vorgestellt habe. Und ich glaube, die haben ja schon beide gedacht, sie rufen jetzt einen Psychologen an oder lassen mich abtransportieren. Ich habe mich dann wieder beruhigt und habe es dann aus einem anderen Garn angestickt. Also es war jetzt nicht das, was ich eigentlich ursprünglich wollte, aber ich finde, es ist jetzt auch schön. Also es wird jetzt auch schön. Und zwar bin ich dann über dieses Garn drüber gefallen. Das ist von Bettina von Creatina Blum noch ein Garn und zwar eine Merino Single. Qualität, jetzt habe ich den Strang vergessen, aber da habe ich noch einige Stränge. Und das ist wirklich, ganz, ganz super. Das hat so ein schönes Maschenbild. Guckt euch das mal an. Also ich habe ja normal nie ein schönes Maschenbild, weil ich ja sehr schlampig stricke. Das gleicht sich immer erst nur beim Waschen aus. Aber das ist wirklich, wirklich schön und das wird dieser Wrap. Also ich blende euch da mal ein Bild ein. Ich wurde gebeten, bitte Bilder einzublenden. Wenn ich also nicht das auszudrucken und hochzuhalten, jetzt natürlich blende ich euch dann ein Bild ein, wie das ausschaut. Das ist eben dieser Wrap. Ich nenne es mal eine Jacke, die dann so rumgeschlagen wird und unten wird so ein Band gestrickt. Da habe ich mir schon ein bisschen die Anleitung angeschaut. Das wird wieder was glaube ich sehr lang dauert. Also man strickt da praktisch so einen langen Streifen, der wird dann direkt angestrickt und dann wird das zusammenbunden unten. Also da wird dann eine Schleife bunden. Ich weiß nicht, wie es auf dem Bild ist, ob man das sieht, aber ich finde die Konstruktion toll. Also mir hat das richtig gut gefallen. Mir gefallen halt auch die Ärmel von diesem Teil sehr gut. Also mit diesen, ich glaube, es sind Fallmaschen, also es wird wahrscheinlich über Fallmaschen gestickt. Das finde ich super schön, so für den Sommer, gerade wenn man irgendwas Kurzärmeliges anhat und das dann einfach drüber zieht. Meine Intention war mit diesem Dunkellila, ich habe da halt irgendwie so eine Vorstellung gehabt, weil ich habe ja sehr viel so Jumpsuits, die trage ich sehr, sehr gern. Und die sind aber oft ohne Ärmel. Und dieses dunkle Lila hätte jetzt einfach zu den meisten Farben, die ich da habe, gepasst, aber das ist jetzt wurscht, also das passt jetzt auch. Das ist halt mehr der Kontrast. Meine sind mehr dunkler. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das konstruiert habe. Also das ist jetzt hier auf jeden Fall eine Schulter. Das wird jetzt vorne. Also das ist hinten und das ist vorne.
So funktioniert das dann. Und da wird das jetzt runtergeschickt. Jetzt bin ich noch nicht viel weiter. Wie gesagt, ich habe ja den Teststick dann dazwischen gemacht, aber meine Anschlagritis wurde dann befriedigt. Also so funktioniert das Ding. Und der Körper wird ja jetzt nur glatt rechts gestrickt, aber die Konstruktion finde ich auch ganz witzig. Und dann kommen die Ärmel. Also da muss ich mal schauen, wie das dann wird. Aber das freut mich sehr. Also mich freut es sehr, dass ich da noch einen Garn gefunden habe. Zum Thema Garn komme ich da. Ja genau, das war der Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, ich habe keinen Überblick mehr, was ich habe. Ich habe wirklich, ich hatte keinen Überblick. Also ich habe ja mal vor einigen Jahren wirklich alles in Ravelry einpflegt. Nur das Problem ist, da kam ja immer wieder was dazu, dann kam wieder was raus und da war ich sehr schlampig. Also ich habe überhaupt nicht mehr die Sachen einpflegt, die da dazu kamen. Und auch nicht, wenn ich jetzt was verschenkt habe oder so, oder wenn ich was vergeben habe, das habe ich nicht mehr raus. Und das war jetzt der Zeitpunkt, weil ich mal wirklich dachte, ich finde nichts mehr. Und ich weiß dann immer, ich habe eine Vorstellung von einem Garn und denke mir, was müsste ich doch haben? Und ich finde es aber nicht. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt wird Inventur gemacht. Jetzt wird Inventur gemacht. Und dann bin ich 2 Tage lang in meinem Zimmer gesessen und bin in Wolle ersoffen. Also es ist wirklich, ich bin wirklich ersoffen in Wolle. Hab das alles raus, hab das alles in Ravelry wieder einpflegt, hab da Tabula Rasa gemacht, was da drin ist und was nicht. Und mir hat dann gleich eine zu, oder eine, die mir auf Ravelry folgt, hat mich da gleich angeschrieben, ob alles okay ist. Sie sieht immer nur, dass da gar nicht mehr dazukommen und dazukommen. Da habe ich gesagt, ja, ist alles okay. Ich bin gerade am Nacherfassen. Und dann habe ich erstmal wieder festgestellt, was ich eigentlich alles habe. Also ich müsste nirgends hinfahren. Also ich müsste wirklich nirgends hinfahren. Ich könnte, glaube ich, 3 Jahre lang durchstricken, länger. Ja, aber das lila Garn, das ich mir vorgestellt habe, hatte ich natürlich nicht. Also ich hatte eins, aber nicht in der Menge. Aber ich habe das jetzt ein bisschen sortiert, also was ich so an Mengen habe, an Pulli-Mengen. Und ich habe wahnsinnig viel Einzelstränge immer noch, gerade von 1000 schön, weil ich da jahrelang ein Abo gehabt habe. Da habe ich jetzt auch was angesteckt, da war ich dann gleich wieder hochmotiviert. Also ich kann euch das mal empfehlen, wenn ihr wirklich einen großen Stash habt, so wie ich, taucht da mal ab drin und... ihr müsst es ja nicht in Ravelry einpflegen. Ich finde es super angenehm. Ich habe da mal ein Video auch dazu gemacht. Das findet ihr in meinem Workshop, Ravelry Workshop, wie man das macht und wozu das auch gut ist. Ich finde es halt super, weil ich sofort sehe bei einer Anleitung, ob ich ein passendes Garn habe und das dann bei den Projekten gleich einpflegen kann. Und dann natürlich, wenn ich das pflege, immer gleich einen Stand habe, wie viel habe ich denn überhaupt noch von der Wolle. Aber es lag wirklich alles durcheinander, weil oft nehme ich das dann raus, dann mache ich es an die, dann lege ich es irgendwie hin und denke mir, ja, das könnte sein und räume es dann immer zurück. Es war Chaos. Aber jetzt es ist jetzt alles wieder drin und ich bin glücklich. Also ich habe jetzt ich bin eigentlich für jeden Fall gerüstet. Allerdings nicht für jede Garnstärke, habe ich festgestellt. Also wo es bei mir komplett mangelt, ist so Sportsgarn. Das ist ja immer so ein Zwischending zwischen Fingering und DK. Also sowas habe ich eigentlich gar nicht, aber ist wurscht. Auf jeden Fall habe ich dieses hübsche Garnchen gefunden, dieses hübsche Garn gefunden. Und das gefällt mir jetzt sehr gut. Also ich glaube, der wird sehr hübsch. Ja, Scotch Broom Wrap heißt der. Naja, ja, und dann habe ich, wie gesagt, dadurch, dass ich so viele Einzelstränge habe, eigentlich ist das Sockengarn. Und da habe ich mir gedacht, komm, steck schon mal wieder Socken. Also ich müsste eigentlich, ich könnte 1000 Socken stecken. Diese 1000 schön gerne, die sind schon auch sehr schön. Also die sind wirklich schön. Ich habe da wirklich, ich glaube, ich habe das seit 2020 oder so, habe ich da Abos gehabt. Länger. Ich habe schon welche gefunden 2016. Dann habe ich mal wieder pausiert. Aber das verstrickst du ja gar nicht. Also ich habe ja dann irgendwann, habe ich nicht mehr so viel Socken gestrickt, weil ich sie einfach im Alltag nicht so viel trage. Aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, ich habe mal wieder Lust gehabt auf Socken. Und da habe ich einfach irgendeinen Strang rausgegriffen, weil ich mir dachte, es ist eh egal, also es ist wirklich egal. Und da habe ich so einen hübschen bunten hier raus. Das war tatsächlich so ein Adventsteil. Ich glaube, das war ein Weihnachtsstrang. Der schaut zwar nicht so aus, aber das war ein Weihnachtsstrang, ich glaube sogar von 2023. Da habe ich das letzte Mal einen gehabt. Ah, ich habe hier nur einen Zettel. 4. Advent 2023, wer sagt es denn? Also das war Weihnachten, letztes Jahr. So, das ist der hier, das ist so ein ganz bunter. Den habe ich rausgezogen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, irgendwas. Und dann habe ich jetzt die Coral Reef Socks von der Malia Design von Lisa Hannes angeschlagen. Die hat ja von diesem Korallenriff oder Coral Reef, wie es auf Englisch heißt, hat sie ja, ich glaube, da gibt es schon mehrere Sachen. Also da gibt es schon Schal und eben Socken und was weiß ich was. Ich weiß nicht, was da noch gibt. Also das ist halt dieses Design mit diesen, man sieht es nicht so gut bei dieser Wolle, aber das ist so ein Rechts-Links-Muster.
beziehungsweise so ein Rippenmuster, ganz einfach, aber halt ein bisschen anders angeordnet. Also das fand ich ganz süß, weil so glatt rechts ist mir immer ein bisschen zu langweilig und da sind sie mir meistens auch zu weit. Und das finde ich jetzt mal ganz süß, das ist mal ein bisschen was anders. Ja, die habe ich jetzt angeschlagen, das ist jetzt eigentlich schon meine Schaftlänge. Jetzt kommt die Ferse, die wird jetzt hier irgendwie anpasst. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt da mal die Originalferse stricke. Das mache ich eigentlich selten, normal stricke ich ja immer so meinen eigenen Stiefel, aber... Ja, das ist jetzt nichts Neues. Also da wird jetzt halt eine Fersenwand hochgestrickt mit diesem Rippenmuster und dann irgendein Käppchen. So schaut das aus. Ja, das habe ich auch mal so einen Tag lang ein bisschen Socken gestrickt. Also da muss ich jetzt mal gucken, wie ich diese Einzelstränge einbaue. So, also das waren die gestrickten Sachen, die ich euch noch zeigen wollte. Die Sachen für die nächsten Wochen. Und dann war ich noch, Puppenhexel und ich waren ganz spontan bei der Wollmeise. Da ist ja gerade Sale noch heute, am Samstag, glaube ich. Ich glaube, heute ist der letzte Tag. Und, warum sind wir da eigentlich hingefahren? Ah ja, also es war ganz spontan. Puppenhexel hat gesagt, Herr Schluss, fahren wir hin am letzten Samstag. Und dann habe ich gesagt, ja komm, da war es ja auch, also das Wetter war ja auch nicht so toll. Und dann sind wir dahin gedüst, wir haben ja da bloß eine Stunde hin, das ist ja kein Problem, nach Pfaffenhofen an der Ilm. Und es war so, also ich dachte erst, dass der Sale im Laden ist, aber das war nicht so. Also der war extra, der war in so einem, ich weiß nicht, wo der ist, so einem evangelischen Pfarrheim oder sowas. Also das war auf jeden Fall extra. Also da war der Sale. Und dann waren wir da drin, haben wir ganz süße Leute getroffen, ganz nette Leute. Grüße an die Heidi, die hat mich angesprochen. Hat mich sehr gefreut. Die haben da auch so einen kleinen Stricktreff gehabt. Also es war wirklich ganz süß. Ich habe auch Frau Wollmeise kennengelernt, die da auch ja, bewirtet hat. Also es gab Kuchen, es gab Würstler, es gab, oh, ich liebe ja Würstler, und Getränke, also Kaffee und Wasser. Ich glaube, das war sogar umsonst. Getränke waren, glaube ich, umsonst. Also wirklich ganz, ganz lieb. Und dann hatten die so einen kleinen Raum, wo sie einen Stricktreff hatten. Und ich hatte aber gar nichts dabei zum Stricken, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Also wir sind so spontan gefahren. Also ich bin ja gar nicht vorbereitet. Nee, und ja, ich habe gar nichts dabei gehabt zum Stricken. Aber wir haben dann nur ein paar Würstler gegessen und haben uns so ein bisschen unterhalten. Und es war wirklich ganz nett da drin. Und wie gesagt, wir waren erst da in diesem Sale. Das war jetzt farbtechnisch, habe ich jetzt dann nicht so viel gefunden. Ich habe aber zwei Sachen mitgenommen, und zwar zweimal Lace Garn, Nobody is Perfect, und zwar einmal das Versuchskaninchen in der Farbe. Das sind ja immer bei Rohrspatz und Wollmeise, sind ja die Stränge immer ein bisschen anders vom Gewicht her. Also das sind nicht immer 100 Gramm Stränge, so wie man es normal gewohnt ist, sondern das sind jetzt zum Beispiel 300 Gramm. Und da muss ich mal ein bisschen rechnen, da stehe ich dann immer dort und denke mir, wie viel brauche ich denn da jetzt? Also die hat immer ein bisschen größere Einheiten. Aber das ist jetzt eben ein Lace Garn. Also ich wollte ein bisschen Lace Garn haben, weil ich das nicht habe. Also Lace Garn habe ich eigentlich fast gar nicht. Und für diese Pavo-Bluse hätte ich eigentlich auch ein bisschen dünneres Garn braucht. Also vom Original her. Aber ich bin auch mit dem Garn auf die Maschenprobe gekommen. Aber da habe ich eben festgestellt, dass ich so lace-mäßig eigentlich nichts habe. Also den habe ich mitgenommen. Die waren jetzt eben ein bisschen reduziert, weil das ist jetzt hier die, genau, nee, also warum die jetzt reduziert waren, also es war halt einfach ein Ausverkauf. Also die, ich weiß, dass die Blend, hat sie uns erzählt, die kommt raus, also die wird nicht mehr, die färbt sie nicht mehr, und da waren dann eben hauptsächlich, dass die Blend eben abverkauft wird. Und die Blend habe ich jetzt, aber wie gesagt, die war farbtechnisch nicht so meins, drum habe ich jetzt hier die zwei Stränge mitgenommen. Und das war jetzt so ein ganz dunkles Lila, das ist jetzt lila-schwarz. So in der Art habe ich mir eben diesen Scotch Broom Wrap eingebildet, aber da hatte ich ja das Garn nicht. Also das habe ich jetzt. Allerdings das Lace Garn, das wäre jetzt dafür gar nicht geeignet. Aber den habe ich auch mitgenommen, den fand ich ganz hübsch, finde ich jetzt auch ganz gut so für eine kleine Jacke oder so. Muss ich mal schauen. Also ich habe jetzt da noch keine bestimmte Vorstellung. Das war jetzt einfach so, habe ich den mitgenommen. Und dann waren wir noch, weil wir noch ja, was anderes gucken wollten, farbtechnisch einfach, waren wir nur im Hauptladen. Das war nicht weit weg. Das sind wir schnell rübergelaufen. Und da habe ich dann auch nur zwei Sachen mitgenommen. Und zwar einmal die Pure in der Farbe Cyan. Das ist ja gerade so mal farbig. Also diese, das hier auch. Also ich bin gespannt. Also diese... Ich weiß, ihr wisst ja, ich habe ja diesen Farbkurs gemacht bei Miss Simplify.
Und seitdem, ich bin da total glücklich damit, muss ich echt sagen, weil seitdem weiß ich einfach, wo ich hinlang. Das wären Farben, also sowas hätte ich früher nie, also sowas auch nicht. Das hätte ich nicht angefasst. Aber mittlerweile finde ich einfach, mir steht das auch. Also mir gefällt das auch, mir steht das auch. Deswegen trage ich ja trotzdem noch sowas. Also das ist jetzt eigentlich nicht mehr meine Farbe, das sind diese Erdtöne. Aber ich bin ja ein Mischtyp. Also ich kann ja alles tragen. Aber es macht schon was aus. Also ich habe festgestellt, ich werde seitdem extrem viel angesprochen. Also gerade wenn ich so pinke Farben trage, sprechen mich wahnsinnig viele Leute darauf an und sagen, wie gut mir das steht. Das ist mir früher nicht passiert. Also gerade die Farben ist einfach sehr auffällig. Also das ist, hätte ich nicht gedacht, dass das so ist. Egal. Also auf jeden Fall, diese Cyan habe ich mitgenommen. Das ist so ein bisschen abgetönt. Das fand ich ganz interessant. Die hat mir ganz gut gefallen. Das ist, wie gesagt, die Pure. Das sind jetzt auch 150 Gramm. Und auch nochmal die Pure in Grand Mer. Das ist auch dieses dunkle Lila. Also das verfolgt mich gerade. Dieses dunkle Lila. Da habe ich jetzt zweimal Pullovermenge mitgenommen, da muss ich mal gucken. Ich habe tatsächlich, ich muss zu meiner Schande gestehen, noch nie was komplett aus Rohrspatz und Wollmeise gestrickt. Also ich weiß, dass es ganz viele machen, ich finde die Qualität auch einfach toll, aber ich habe das nie so auf dem Schirm gehabt. Ich habe mal, ganz früher mal, da habe ich mal was bestellt für ein Tuch. Also das waren aber auch lauter Einzelstränge und das Tuch habe ich aber nie gestrickt. Und dann habe ich, also ich habe noch nie dann so Pullimengen gehabt. Wir waren ja mal, die Susan, ich und die Evelyn, wir waren ja auch mal, wir haben einen Ausflug gemacht vor einigen Jahren zu Wollmeise. Und da habe ich auch was mitgenommen, das war aber hauptsächlich die K-Wolle. Die habe ich auch noch nicht verschickt, die habe ich jetzt wieder in meiner Inventur, habe ich die gefunden. Da habe ich schon eine Vorstellung, was ich davon mache. Da wollte ich ja so ein Dings machen. Keine Ahnung, wie er heißt. Auch von der Isabel Krämer, ihr wisst schon. Und das habe ich aber noch nicht gemacht. Also ich habe das Decay-Garn noch nicht verstickt. Ich habe auch festgestellt, ich sage ja mal, ich habe keinen Decay-Garn. Ich habe einen Haufen Decay-Garn. Ich habe wirklich einen Haufen Decay-Garn. Ich habe es bloß nicht auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt alles sortiert. Bin jetzt wunderbar ausgestattet. So, ihr Lieben, das war es jetzt schon. Ich habe mal, das ist jetzt nicht so lang gewesen heute, aber ihr muss ja nicht sein, gell? Ich habe mir jetzt gedacht, ich zeige euch das jetzt. Mehr gibt es nicht. Genießt das Wetter. Ich habe der Jimmy, unser Kater, der ist so pissig. Ich sag's euch, der ist so pissig, wenn das regnet. Also ihr macht euch keine Vorstellung. Das ist wie so ein alter Grätzbolzen, der mault und meckert den ganzen Tag, wenn das regnet. Und jetzt war gestern, also er ist heute Nacht, also gestern Abend ist er reingekommen, da war er batschnass, wirklich batschnass, den hätte ich auswinden können. Und der Jimmy ist ja einer, der leckt sich ja nicht trocken, weil es soll das Personal machen. Also muss dann ich bin dann mit seinem Pfotentuch dran gestanden, hab die Katze trocken gerubbelt. Er macht das nicht. Also er läuft halt dann nass durch die Gegend. Und dann früh um vier kommt er genauso nass zu mir ins Bett. Wirklich patschnass. Dann habe ich den erstmal in meine Bettdecke eingewickelt, habe gesagt, so, jetzt wasche ich erstmal trocken. Ich habe irgendwo ein Haar hängen, darum zupfe ich gerade immer bei der Nase. Aber und der hasst ja dieses Wetter. Also der mault und meckert den ganzen Tag. Und der muss dann, der guckt alle 10 Minuten, ob es nur regnet. Also wir haben ja Fenster. Man könnte ja rausgucken. Nein, man muss dann die Tür aufmachen, muss ihm zeigen, dass es nur regnet. Dann meckert er und dreht um und geht zurück. Also das ist unfassbar, wie schlecht drauf der ist bei so einem Wetter. Also es ist wirklich lustig anzuschauen, aber er ist tatsächlich auch dann extrem nervig, weil ihn das so anpisst. Weil er kann ja raus, also wir hätten ja auch, die Terrasse wäre ja auch überdacht. Also er könnte ja auch einfach sich da jetzt einen Liegestuhl gemütlich reinlegen und dann ein bisschen chillen. Nein, weil er muss ja dann auch Pipi, er will ja nicht aufs Katzenklo gehen, er muss dann Pipi und dann geht man halt ganz schnell mal draußen. Göttlich, alle anderen pennen einfach, die pennen jetzt halt einfach 3 Tage durch, aber er ist ganz nervös. Also ich bin ja froh, dass ich keinen Hund habe, mit dem raus muss, weil also momentan ist wirklich abartig. Also ich glaube, der Schirm bringt gar nichts mehr. Naja, ich setze mich jetzt auch wieder hin und werde sticken. Eigentlich vielleicht räume ich heute auch mal mein Nähzimmer auf. Ich habe schon ganz lange nicht mehr genäht, weil es bei mir einfach ausschaut. Also das Nähzimmer ist im gleichen Zimmer wie das Wollzimmer und da ist Bombe. Und meine Nähutensilien schauen ungefähr genauso furchtbar aus, gerade wie meine Wolle ausgeschaut hat. Vielleicht, ich muss da glaube ich auch mal ein bisschen Inventur machen. Ich hätte richtig Lust, mal wieder was zu nähen. Ja, aber das ist auch mal so ein Zeitfresser, gell? Also ich finde diese Näherei, also am schlimmsten finde ich immer das Zuschneiden. Also das ist was, das macht mir irgendwie keinen Spaß, diese Schnittmuster.
zuschneiden. Aber ich bräuchte tatsächlich, ich habe mir gestern gedacht, ich bräuchte ein bisschen so ein paar langärmelige Shirts, ganz einfache eigentlich. Da habe ich auch die Schnittmuster schon, die sind auch schon geklebt. Stoff habe ich auch noch da. Mal schauen, vielleicht habe ich Lust. Mal gucken, ob ich jetzt raufgehe. Aber das ist immer das, wenn man da nicht aufgeräumt hat, gell? Also da hat man halt auch keine Lust, sich da hinzusetzen. So ist es. Muss man erst mal aufräumen. Naja, ihr Lieben, ich hoffe, bei euch ist das Wetter nicht so schlimm. Also ich glaube, in Richtung Norden ist es auch gar nicht so schlimm. Ich habe mich heute kurz mit meiner Freundin aus Bamberg unterhalten. Bei denen ist nicht so, die hatten ja schon Hochwasser die letzten Wochen, Gott sei Dank. Aber bei denen regnet es nicht so extrem. Also ich hoffe, bei euch auch nicht. Das ist ja, glaube ich, alles nur so südlich. Südlich der Donau oder unterhalb hier der Weißwurstgrenze. Hoffentlich wird es nicht so schlimm. Ja, ich wünsche euch was strikt schön am Wochenende und ich sage Tschüss und Servus bis zum nächsten Mal.